Ich bin unheimlich froh, dass dieser Monat vorbei ist. Aber wir hatten viele positive Erlebnisse in Sachen Make-up und einige, die mich persönlich ziemlich enttäuscht haben. Und damit ihr euer Geld spart, habe ich für euch heute eine Menge Produkte, wo ich sagen würde, die könnt ihr euch getrost kaufen und die solltet ihr lieber lassen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute einige Flops, die mich ziemlich enttäuscht haben. Aber auch ein paar Produkte, wo ich sage, Mensch, da hat die Drogerie oder da hat der. Nee, die positiven sind tatsächlich nur Drogerie. So ein bisschen. Wir haben spannende Produkte. Wir verlieren gar keine Zeit. Wir hüpfen direkt ins Video. Hello, ihr süßen Mäuse. Wenn ihr dieses Video seht, liege ich wahrscheinlich gerade in meiner Badehose nach 5 Jahren das erste Mal irgendwo an einem Pool in Bayern und hoffe, genieße mein Leben. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir es endlich geschafft haben, uns einige Tage irgendwie frei zu schaufeln für ein bisschen Urlaub. Das haben wir, glaube ich, bitter, bitter nötig, Danny und ich, und wir freuen uns sehr darüber, aber vielleicht sind wir sogar schon wieder da. Egal. Freunde, ihr süßen Mäuse, ich habe die letzten Wochen wirklich viele, viele Produkte getestet. Natürlich, weil ich auch ganz viel Content vorbereitet habe. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Videos und kurze Videos und lange Videos und Bilder und Kooperationen, alles in so kurzer Zeit gedreht und getestet und habe mir dadurch natürlich viele Produkte anschauen können und viele Meinungen bilden können. Und ich habe einige Produkte, die mich ziemlich enttäuscht haben. Unter anderem, glaube ich, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, das Video, ist das die MAC Studio Radiance Foundation. Ist ein bisschen schwierig, weil in dem Video am Ende dann gesagt habe, ja, es ist eine gute Foundation, aber wenn ich nochmal länger darüber nachdenke und mir überlege, was ist mein Anspruch an ein Produkt, dann hat es die Foundation leider nicht erfüllt. Ich möchte nicht so viel darüber nachdenken. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich nicht mehr darüber nachdenken möchte, funktioniert ein Produkt mit der Creme, funktioniert ein Produkt mit der Luftfeuchtigkeit, funktioniert die Foundation, wenn der Mond im Saturn steht und der Schütze im Meerschweinchen ist mir zu kompliziert. Mache ich bei Produkten, wo ich weiß, okay, die sind günstig, so beispielsweise gibt eine Foundation von L'Oreal, die Perfect Match Foundation. Die funktioniert auch nicht mit allem, die kostet aber nicht über 50 Euro, die kostet um die 12, 13 Euro. Da ist das okay und das ist nochmal was anderes als eine Foundation für, ich glaube, 52 Euro. Schöne Foundation, wenn du eine trockene Haut hast, wenn du die Möglichkeit hast, 52 Euro für eine Foundation auszugeben. Ich meine, 52 Euro ist wirklich viel, 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 viel Schotter für etwas, was einige Stunden hält, aber nicht den ganzen Tag. Deswegen ist die MAC Studio Radiance Foundation langfristig, nach einigen Wochen, es ist ja auch schon wieder 3 Wochen, 2 Wochen her, dass ich dieses Video jetzt hier die Foundation Review gedreht habe, hat sich nicht geschafft. Ich habe tatsächlich nicht mehr ein einziges Mal dazu gegriffen, weil ich einfach nicht so die Muße hatte, mich damit großzeitig auseinanderzusetzen und gar nicht unbedingt wollte, dass ich mir so viele Gedanken darüber machen muss. Im Vergleich dazu habe ich aber eine gute Foundation, und zwar ist das die Mesauda Foundation. Will ich jetzt gar nicht mehr so viel darüber reden, weil ich euch darüber sehr viel schon erzählt habe und das Stand heute meine Hochzeitsfoundation ist. Ich habe meine Hochzeitsfoundation gefunden, beziehungsweise glaube ich, dass ich sie sogar mischen werde mit der Neo Foundation. Hat auch schon sehr, sehr gut funktioniert. Da habe ich aber noch ein paar Wochen Zeit, um das Ganze herauszufinden. Die Dew Shield Foundation von Mesauda, wenn du eine trockene Haut hast und einen glowy Finish magst, ist das die Foundation. Hält gut, Shade Range, aber sie ist so ein bisschen leicht. Das heißt, du kannst viel mit Concealern und Bronzern ausgleichen. Ansonsten top, top, top Produkt. Ein Produkt, was mich enttäuscht hat, im selben Atemzug wie die Foundation. Wobei, also, ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen auf der Suche bin nach leichteren Produkten für den Alltag. Und ich habe bei Rossmann von Green Door dieses Produkt gefunden. Das ist so ein Balsam. Naturkosmetik, ohne alles irgendwie, ohne komische Inhaltsstoffe, kommt in einer ganz, ganz schlichten, einfachen Verpackung daher. Und das ist eigentlich ein bisschen fixiertes Öl. Es sind sehr viele verschiedene Ölarten mit drin. Wir haben Aprikosenkernöl, wir haben Kaolin, wir haben Moringaöl, wir haben verschiedene Öle. So, das ist eine sehr pflegende Foundation. Aber das ist nur etwas, wenn du eine trockene Haut hast und nicht viel Deckkraft haben willst, weil da ist kaum Deckkraft dahinter. Du hast
so eine ganz leichte Struktur, die so ein bisschen mattierend wirkt durch das Kaolin da mit drin. Kaolin ist ja Tonerde. Es mattiert so ein bisschen, aber du hast wirklich kaum Deckkraft und du musst vorsichtig sein mit der Pflege darunter. Dadurch, dass sie so mattierend wird, brauchst du oder brauche ich zumindest ein bisschen mehr Pflege drunter. Sobald ich aber viel feuchtigkeitsspendende Produkte benutze, also eine Feuchtigkeitscreme, wie beispielsweise, was ich sehr, sehr gerne benutzt habe, die Neutrogena Hydra Boost Aquacreme. Tolles Produkt, ist auf Wasserbasis, funktioniert dann aber nicht mehr mit einer Foundation, die auf festem Öl basiert. Es zersetzt sich sehr, sehr schnell. Du brauchst auch nicht unbedingt eine Pflege darunter, aber das ist mir ehrlich gesagt schon wieder zu spekulativ. Ist mir zu kompliziert, ist leider nichts für mich gewesen. Falls ihr Produkte habt hier, die ich euch zeige, die für euch gut funktionieren, dann freue ich mich da natürlich drüber. Aber gebt dann auch gerne ein Feedback in den Kommentaren ab, wie ihr es benutzt, damit alle anderen in der Community wissen, ob das Ganze, wie man das Ganze gut benutzen kann. Bevor wir weitermachen, noch eine kleine Erinnerung. Ich habe nämlich gesehen, dass der Asam Beauty Adventskalender, vor allem der Magic Finish Adventskalender, aktuell sogar noch vorrätig ist. Und ihr meinen Rabattcode immer noch benutzen könnt. Es freut mich natürlich sehr, denn schaut euch bitte einmal dieses Prachtexemplar an. In dem Kalender sind 24 Türchen mit drin. Ich habe euch auch schon das ein oder andere Türchen geöffnet. Und ich muss sagen, dass mich das wirklich umgehauen hat. Denn hier sind Produkte drin, die es so von Asam auch noch nicht gab. Und wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Produkten. Wir haben verschiedene Produkte für die Lippen. Wir haben Tools. Wir haben dekorative Produkte. Wir haben natürlich auch eure Favoriten damit drin in Full-Size-Größen. Und wir haben ganz, ganz tolle verschiedene Sachen, die wirklich Spaß machen, wenn ihr ein großer Fan von Asam seid. Oder, ganz, ganz wichtig, oder euch noch nicht so sicher seid, welche Produkte ihr von Asam vielleicht mal benutzen wollt, dann ist das jetzt die Gelegenheit. Ihr könnt damit mit meinem Rabattcode dann nochmal 5 € drauf sparen. Und damit kostet der Kalender unter 60 € für 24 Türchen. Und ihr könnt natürlich meinen regulären Rabattcode für alle anderen Produkte benutzen. Der gilt natürlich weiterhin. Aber der Asam Adventskalender ist eine tolle Sache, um das Asam Beauty Lover Herz höher schlagen zu lassen. Oder wenn ihr sagt, ja, ihr wollt mal schauen, was Asam so drauf hat, könnt ihr da natürlich auch einmal zuschlagen. Der ist noch verfügbar. Erfahrungsgemäß geht das Ganze immer sehr, sehr schnell vorbei mit den Asam Adventskalendern. Ich hoffe, dass, wenn das Video online geht, er auch noch da ist. Aber ich wollte ihn euch einfach nochmal zeigen. Wir packen nochmal ein Türchen aus. Und wir haben hier einen wunderschönen Lippenstift in Champagne Shimmer. So eine tolle Farbe. Ich swatche ihn euch einmal kurz. Das ist wie so ein fliegender Lippenstift, der so ein bisschen Farbe abgibt, aber auch so ein bisschen Schimmer. Lässt sich unglaublich gut kombinieren. Und ihr habt die Asam-Qualität auch in den Produkten mit drin. Asam steht wirklich für höchste Qualität. Ich arbeite schon. Asam ist einer meiner ersten Kooperationspartner seither gewesen und seither sind wir uns gegenseitig treu, weil die Produkte einfach so gut sind und ich weiß, dass viele von euch die Produkte von Asam Beauty auch sehr gerne mögen. Also schaut gerne nochmal auf der Webseite vorbei. Es gibt zwei Rabattcodes. Einmal den für meinen regulären Code, mit dem ihr einfach nochmal auf alles andere sparen könnt und dann den Rabattcode, mit dem ihr nochmal 5 € Rabatt auf den Kalender bekommen könnt. Also schaut da gerne mal vorbei. Lohnt sich wirklich. Macht Spaß und sieht natürlich auch unglaublich dekorativ aus. Und was ich toll finde, der hat sogar einen Fuß. Also ihr könnt ihn euch aufstellen, dass er selbstständig steht. Wenn ich ihn jetzt umdrehe, seht ihr den Inhalt. Also schaut da gerne einmal vorbei und holt euch den Asam Beauty Adventskalender. Und wir gehen weiter zu Contour. Und da hat Catrice wirklich ein tolles Produkt rausgebracht, muss ich wirklich sagen. Im Zuge des neuen Sortiments-Updates haben sie den Magic Shaper rausgebracht. Ich hatte eben die falsche Seite benutzt gehabt und es fiel mir dann auf, hat aber gut funktioniert. Ich habe ihn in der Farbe, ich glaube Light ist das. Ja, 010 Light. Eine super, super cremige Textur, sehr kühl. Das ist ein Contour-Stick, das ist kein Bronzer-Stick. Da seht ihr den Unterschied so ein bisschen. Der ist ein bisschen dunkler, ein bisschen wärmer. Bronzing und Contouring sind zwei unterschiedliche Dinge, ihr süßen Mäuse. Und damit könnt ihr wirklich Schattierungen erzeugen. Was mir daran sehr, sehr gut gefällt, ist, dass ihr auch nachträglich, falls ihr schon so ein bisschen Produkt im Gesicht habt, sei es Puder oder andere Produkte, könnt ihr damit nachträglich noch arbeiten. Ihr könnt damit
die Scott-Barnes-Methode machen. Lip-Contouring funktioniert sehr, sehr gut damit und im Gesicht natürlich auch. Großartiges Produkt, sehr günstig, sehr effektiv, hat noch einen Highlighting-Stick mit dazu. Da bin ich jetzt nicht so ein Freund davon. Ich bin aber generell nicht so ein Freund von Highlighting-Sticks. Funktioniert aber sehr, sehr gut, wenn es schnell gehen soll. Hier unter den Augen einfach so ein bisschen lang. Habt dann Augenbrauen-Highlight und seid good to go. Tolles Produkt, hält sehr gut und wird auch nicht fleckig, ne? Also, wenn ihr Probleme habt, dass Produkte bei euch recht schnell fleckig werden, je nachdem, welche Foundation oder Grundierung ihr benutzt habt, ist das ein Produkt, was sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt es in einigen Farben, ich glaube 3 oder 4. Ich habe die hellste, weil es die deutlich kühlste Farbe ist im Verhältnis zu meiner Hautfarbe. Da müsst ihr so ein bisschen schauen. Gibt aber immer Tests in der Drogerie, da könnt ihr so ein bisschen swatchen. Also, großartiges Produkt. Catrice enttäuscht nie. Was mich ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht hat, ist das hier von Essence. Aber auch nur, ich habe euch das gezeigt in einem Drogerie-Neuheiten, die gerade viral gehen. Das ist der Bright Eye Stick. Das ist ein Under Eye Stick. Der ist ähnlich wie dieser Under Eye Brightener von Catrice, den es glaube ich jetzt auch in einer anderen Farbe gibt. Habe ich leider noch nicht das Glück gehabt, ihn zu finden. Das Problem hierbei ist, dass der viel zu hell ist für viele von uns. Außer du hast Hautfarbe Deckweiß oder Alpina Weiß, dann könnte das was für dich sein, weil er so einen leichten pinken Touch hat. Er fixiert sich auch von selbst. Großartige Textur, allerdings leider völlig die falsche Farbe. Was du damit machen, für mich zumindest, was du damit machen kannst, du kannst dir auch hier so punktuell ein paar Highlights setzen und hast so ein mattiertes Finish. Auch nachträglich, ne? Durch diese pudrige Textur einfach ein bisschen rübergehen, ein paar Highlights ohne Schimmer setzen. Der hat zwar lichtreflektierende Pigmente mit drin, aber keine groben Glitzerpartikel. Zum Underpainting, wenn ihr Underpainting vielleicht macht, dann könnte das auch was sein. Aber um Augenringe zu kaschieren, ist das meiner Meinung nach nur etwas, wenn ihr eine sehr, 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 sehr helle Haut habt. Preislich, ich habe nicht ganz verstanden, warum der so gehypt wurde, weil es natürlich sehr spezifisch ist, wer den benutzen kann. Aber es ist kein schlechtes Produkt. Es hat für mich nur leider nicht funktioniert. Deswegen habe ich es da nochmal mit reingenommen. Eine Alternative dazu ist von Catrice der Under Eye Brightener. Den habe ich leider nicht mehr. Den habe ich aufgebraucht. Gibt es jetzt auch in einer etwas peachigeren Farbe. Und ist damit ein sehr, sehr krasses Dupe zu dem hier von Becca. Ebenfalls enttäuschend, was ich nicht mehr benutzen werde, ist das hier von NYX. Das ist das Zero to Brow Gel. Das ist ein Augenbrauengel, was. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Also es fiel mir ein bisschen schwer, das zu benutzen. Erstmal ist der Applikator sehr, 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 sehr unpräzise. Du hast einfach wie so ein Lipgloss-Füßchen und kannst dann damit arbeiten. Aber du kannst ja keine präzisen Linien malen, weil das Produkt ist sehr wässrig und fein ist es auch nicht. Was du damit mit Sicherheit sehr, sehr gut machen kannst, wenn du so einen Augenbrauenpinsel hast, ne? Meistens ist ja so ein Spoolie was dabei, dann kannst du das Produkt davon aufnehmen. Und dann damit arbeiten, ist mir aber schon wieder zu kompliziert. Dann nehme ich lieber einen Augenbrauenstift. Es hält sehr, 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 sehr gut. Also wenn du keine Augenbrauen hast, probier das mal aus. Einfach um diese Form so ein bisschen vorzugeben, weil du kriegst das kaum runter. Du kannst dir damit mit Sicherheit auch ein paar Freckles machen, wenn du das so dein Ding ist. Aber einzeln für die Augenbrauen ist mir es zu kompliziert. Und dafür ist es mir auch ehrlich gesagt zu teuer. Ich glaube, es kostet auch so 13, 14 €. Das ist eine Menge Schotter für 2 Milliliter, Freunde, 2 Milliliter, das ist das, was ich in einer halben Minute ausdunste durch mein Atmen. Ist nicht viel. Der Spoolie ist toll. Der Spoolie ist richtig schön stabil. Wenn du, ja, es ist ja kein schlechtes Produkt, es ist einfach nur nicht mein Anspruch, wie ich meine Augenbrauen haben will. Ne? Also immer, muss man immer sagen, ich kann ja nur sagen, was ich gerne mag und das ist nicht das, was ich gerne mag. Wenn du auf eine sehr markante Augenbraue stehst, dann kannst du damit arbeiten. Oder wenn du wirklich keine Augenbrauen hast, um eine Form zu haben. Hat mir leider nicht so gut gefallen. Wir haben aber noch was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar ist es das Lasting Perfection Powder von Manhattan. Habe ich mittlerweile in, ich glaube, 3 oder 4 Farben, weil ich damit sehr viele verschiedene Dinge mache. Ich habe es einmal in Porcelain, ich habe es einmal in Sesame und irgendwo fliegt es ja auch noch in Ivory rum. Was ich damit mache ganz gerne, ist, ich nehme ein Microfiber Multitool Mini und wenn mein Make-up nicht mehr so frisch aussieht, gehe ich da rein. Ganz leicht, nur ganz leicht, Tupf drauf und kann das Ganze dann wieder abmattieren. Es hat eine sehr, sehr hohe Deckkraft. Das ist eigentlich eine Powder Foundation. Ich benutze sie aber meistens so als nochmal, um es ein bisschen aufzufrischen für unterwegs.
Compact Foundation, also Pressed Powder 2-in-1, Make-up in a Powder, All-Day Wear, Transfer-Proof, hält wirklich sehr, sehr lange. Ich gehe dann meistens nochmal mit einem Fixing-Spray rüber, aber das mattiert richtig gut. Das ist für mich die bessere Alternative zu dem Fenty Beauty, zu der Fenty Beauty Powder Foundation, die einfach nur oxidiert und dann orange wird und dann auch sehr, sehr matt aussieht. Großartiges Produkt oder halt in einer Nuance heller, mache ich sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt hier Porcelain, gehe ich rein. Und kann mir dann hier, schaut mal, ein Highlight setzen und richtig hell meinen unteren Augenbereich aufhellen. Look at that. Oder hier hinten so ein kleines Highlight setzen, um einfach so einen Lifting-Effekt zu haben. Dadurch, dass es so großartig pigmentiert ist, hast du die Möglichkeit, damit sehr, sehr viele Produkte zu machen. Es ist recht günstig, es ist deutlich günstiger als die Fenty Foundation und es hält. Es hält. Also das ist oft bei Powder Foundations das Problem, dass sie nicht halten. Ich trage sie aber auch nicht als Foundation Foundation. Du kannst sie mit einem, beispielsweise benutze ich die gerne mit meinem eigenen Pinsel hier. Dann hast du ein bisschen mehr Deckkraft. Funktioniert sehr, sehr gut. Ich benutze sie meistens einfach, um Highlights zu setzen oder um so ein kleines Fresh-Up zu machen, weil es die Textur der Foundation nicht so wirklich verändert. Und dann im Anschluss einfach mit einem Spray rüber. Und das sieht aus wie vorher, nur ein bisschen frischer. Großartig. Ebenfalls aus der Richtung Manhattan, Max Factor, die 2000 Calorie Pro Stylist Mascara in Black Brown bzw. in Black. Großartiges Bürsten. Das ist eine Mascara, die sehr Maxim. Eine Maxi-Mascara. Ich mag es gerne, wenn die Wimpern nicht verklebt sind, nicht so klumpig sind, sondern wenn eigentlich meine einzelnen Wimpern nach oben gebogen werden und so ein bisschen verlängert werden. Dafür ist die sehr, sehr gut. Gibt schon sehr, sehr lange, ist jetzt aber nochmal neu auf den Markt gebracht worden mit einer neuen Formulierung, die meiner Meinung nach noch ein bisschen besser funktioniert als die vorherige. Tolles Finish, macht jetzt nicht dieses Boom. Ne, so beispielsweise die Surreal Mascara. Die macht sehr, sehr dicke Wimpern, so ein bisschen fliegenbeinartig. Auch schön, wenn du diesen Effekt willst, wenn du beispielsweise einen starken Augenlook hast, ne, dann ist so eine dicke Mascara immer sehr gut. Aber für den Alltag, für die Momente, wo du nicht viel möchtest, also einfach nur du selbst mit ein bisschen Mascara und ein bisschen Concealer, großartiges Produkt, weil es die Wimpern richtig schön nach oben biegt. Oder wenn du eine Wimpernzange benutzt, hält die Mascara, ich weiß nicht wie, weil die ist nämlich nicht wasserfest, die ist nur clump-free und smudge-proof, hält es den Schwung trotzdem nach oben. Großartig, gibt es gerade sogar, glaube ich, einen extra Aufsteller. Genauso wie habe ich euch verlinkt unten, habe ich auch ein ganzes Video zu gemacht, die Lamora Attraction Palette. Habe ich jetzt die letzten Tage sehr, sehr gerne benutzt. Ist eine gute Alternative zu der Natasha Denona Glam Palette. Ich habe aber noch eine andere gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt. Ich glaube, es kommt nächste Woche. Da habe ich noch mal ein bisschen was anderes, was ebenfalls in diese Richtung geht. Aber wenn ihr so eine kühle Palette haben wollt mit schönen, kühlen Farben, probiert die gerne mal aus. Macht super viel Spaß. Die Schimmertöne sind einmalig. Sowas habe ich an Dupes noch nicht erlebt. Das ist pur schimmernd, unglaublich cremig. Und ich habe es eben schon gesagt in einem anderen Video, du hast eine Vielzahl an verschiedenen Schimmergrößen mit drin. Ne? Die günstigen Lidschatten sind meistens einfach geschimmert. Da ist dann nur eine Schimmergröße mit drin. Es wird teurer, je mehr verschiedene Schimmerpartikel du mit da reinmachst. Ne? Größere reflektieren mehr, kleinere reflektieren zarter. Hier sind viele drin in verschiedenen Farben, die einfach so einen multidimensionalen Effekt haben. Wenn du mir zwei Farben nebeneinander swatchen würdest, einmal Natasha und einmal Lamora, ich würde keinen Unterschied merken. Und zu guter Letzt aus der Winnie Pooh Kollektion den Lip Balm in der Farbe 20. Hatte ich vorher drauf, bevor ich den roten Lippenstift hier raufgetragen habe. Großartiges Produkt, vor allen Dingen als Blush für diesen Daily Look. So ein bisschen pinky gibt es in verschiedenen Farben. Hat wenig Farbe, aber trotzdem genug, dass du die siehst in Kombination mit einem Lip Liner. Tolles Produkt, sehr, sehr pflegend, hält recht gut. Und was ich damit gerne gemacht habe, ist, ich habe es als Blush benutzt. Alles, was cremig ist, knalle ich mir in mein Gesicht als Blush. Macht Freude, macht Spaß und sieht sehr, sehr schön aus und ist natürlich auch in einem super süßen Design. Schweinchen, glaube ich, heißt das, ne? Toll, süß, macht Freude. Und das waren so ein paar Produkte, wo ich sage, die könnt ihr oder die könnt ihr vielleicht nicht. Ich bin sehr gespannt, welche Produkte euch
aus diesem Video gefallen haben oder vielleicht aber auch nicht. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare und eine kleine Erinnerung. Schaut gerne bei Asam nochmal vorbei. Der Adventskalender 5 € reduziert. Oder wenn ihr irgendwas anderes von Asam mal ausprobieren wollt, mit dem Rabattcode gibt es da auch auf jeden Fall noch was Günstigeres. Könnt ihr damit auf jeden Fall noch ein bisschen was sparen. Beispielsweise die Set & Compact Foundation, auch eine großartige Powder Foundation. Macht sehr, sehr viel Freude. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart, ihr Mäuse. Passt auf euch auf, fühlt euch gedrückt, fühlt euch geküsst. Bis zum nächsten Mal.